15. Jahrhunderts. Westgrund, Texas. Die Blaskowitsch-Residenz. Eine Woche später. Das FBI? Was sucht das denn hier? Grace. Ich übernachte hier. Cool. Kinder, lasst ihr uns kurz... Kinder. Hey, was ist das, Abby? Ein Abhörgerät. Sieht aus wie aus Arthur und Kenneth. Hast du das gebaut? Ja, wer sind Arthur und Kenneth? Hast du etwa nicht die geheimen Abenteuer von Arthur Pennington und Kenneth von Holzhauser gelesen? Lebst du hinterm Boot oder was? Da, nimm! Mir fehlt die Zeit zum Lesen. Also Arthur und Kenneth sind Superspione, okay? Und sie erleben... Nein, Schluss jetzt. Hör zu. Ich habe den Mädchen angesehen, dass sie sich Sorgen gemacht haben, auch wenn sie nichts gesagt haben. Oha. Eltern spionieren. Dass er mal fort ist, ist keine Seltenheit. Aber nicht so. Keine Anrufe. Keine Briefe. Ich habe überall nach ihm gesucht. Er ist einfach verschwunden. Nun, laut meinen Agenten hat er das Land vor etwa 4 Wochen unter falschem Namen verlassen. Seitdem gibt's keine Spur mehr von ihm. Anja, ist dir in letzter Zeit irgendwas an ihm aufgefallen? Nein. Weiß nicht. Depressiv, vielleicht. Manchmal spricht er den ganzen Tag nicht. Wie in der Klinik damals. Du kennst ihn ja. Ständig am Grübeln. Ja. Ich kann nicht nach ihm suchen, Grace. Ich muss hier bleiben und mich um die Mädchen kümmern. Du bist die Chefin des FBI. Kannst du denn gar nichts tun? Hör zu. Glaub mir, Mädchen. Wenn einer der Agenten etwas tun könnte, wäre ich sofort dabei. Aber weißt du, was das Problem ist? Er will nicht gefunden werden, Anja. Und wenn dieser Bastard BJ Blazkowicz nicht gefunden werden will, dann wird ihn auch keiner auf diesem verdammten Planeten finden. Ja. Scheiße. Ich weiß. So ein Dreck. Sie werden nicht nach ihm suchen. Das ist so typisch. Waschlappen. Oh, hey, wir müssen was tun. Was würden Arthur und Kenneth tun? Das sind Figuren aus einer Geschichte, Jim. Ich weiß, du blöde Kuh. Ich denk nur laut nach. Ich empfange was von da oben. Aber da oben ist nichts. Wow. Wow. Keiner von euch wusste was davon? Definitiv nicht. Was zur Hölle ist das alles? Schaut mal her. Das ist Seths Handschrift. Wer ist das? Codename Blackbird? Pariser Katakomben? Das ist es. Ein Hinweis. Er ist in Paris. Weißt du, auch wenn wir was sagen, wird keiner was tun. Na gut, dann liegt's wohl an uns. Nun denn, wie spät ist es? Es ist Zeit, dass Arthur und Kenneth die Sache in die Hand nehmen. Scheiße, ja! Ihr seid seltsam. Abby, du hast versprochen. Was zum Teufel machst du da? Wir holen uns nur ein paar Burger, Mama. Abby, komm sofort zurück, verdammt! Ich
Kann ich nicht verstehen. Abby! Ich will euch was zeigen. Luftschiffe Absturz. Wo hast du denn diese Motorrüstung her? Selbst gebaut. Alle Regimegeneräle tragen die. Ihr werdet sie also brauchen. Heilige Scheiße, du bist echt die Beste, Abby. Ich habe nur eins von Zeds Projekten beendet. Es war sein letzter Wunsch. Im Laderaum ist noch mehr Zeug, an dem ich arbeite. Kein Wunder, dass Grace dich in ihrem Forschungsteam haben will. Vielleicht schickt sie dich eher in den Jugendknast. War ziemlich wütend, dass du sie bestohlen hast. Glaubst du, es interessiert sie, was ihre Mutter denkt? Ist mir egal, was andere denken. Als ob jetzt alle Maschinenleute eine Rüstung haben. Das wäre Aua. Bist du Blackbird? Und wer mögt ihr wohl sein? Das hatten wir schon. Neuparin. Ich will diese Scheiße nicht nochmal machen. Alles oder nichts, Schwester. Genau wie Papa es uns beigebracht hat. Gute Arbeit, Mädels. General Winkler ist aus dem Rennen. Kehrt zurück in die Katakomben. Jojo will euch sprechen. Bin dran. Gratuliere, Mädels. General Winkler ist tot. Ihr seid wirklich für die Nazi-Jagd geschaffen, oder? Gar nicht mal so überraschend. Schließlich ist euer Vater der Mann, der ihren Kanzler getötet hat. Das hier ist ein großer Schritt für den Widerstand. Komm zu mir und Jack zurück. Dann können wir uns das weitere Vorgehen überlegen. Juju, Ende. Okay, wer ist denn da oben gehüpft? Naja, dann mal los. Dann wollen wir mal. Aber hier erstmal noch ein bisschen erkundigen. Erkunden. Ist nicht viel. Dann wollen wir mal jetzt lang. Könnten Feinde in der Nähe sein. Vorsicht. Das gute alte Sturmgewehr. Extra nehmen. Ja, Tutorial ist nicht die richtige Zeit für. Technik, ne? Halten. Ich
Ich denke, das sind nicht zu da. Trauen sich jetzt schon hier. Na toll. Man trauen sich jetzt schon. Regime-Leute zu sagen. Platz zu sagen, nicht Regime-Leute. Was ist denn hier los? Mich hat's erwischt! Hilf mir so! Du bist gestorben. Nice. Erstmal eine Aufnahme. Und nochmal von vorne. Wo bin ich hin? Ich bin mal untergesprungen. Okay, der Große steht nicht mehr. Kenn ich grad nicht. Bin wieder da und einsatzbereit. Sterb ihr denn schon wieder? Ach komm. Mensch, das haben wir doch schon besser geschafft. Den Großen schalte ich so aus. So nicht. Anfrage bestätigt, Kommandant.
Alter, der Russ. Alter! Lädt er sich wieder auf, oder was? Geh down. Scheiße, Mann. Der Große steht noch. Warum dauert das so lange so? Ich brauche Ihre Hilfe! Ja, jetzt. Der lädt sich wieder auf. Könntest du mir bitte helfen? Jetzt. Scheiße, Mann. Auf. Hilf mir, Schwester! Bitte! Wo sind die? Na, danke. Zurück und kampfbereit! Diese Soldaten, yes. Alter. Bin getroffen, Zoff. Hilfst du mir? Scheiße, ich bin getroffen, Schwester. Brauche Hilfe. Was macht denn diese KI? Wo sind die? Scheiße! Bin getroffen! Könntest du mir bitte helfen? Wenn man die mal braucht. Mich hat's erwischt! Hilf mir so! Am Arsch, Alter. So viel zu KI. Mach weiter, so. Ich renne jetzt rein.
Kommandant ausschalten. Scheiße. Jetzt. So. Wieder im Sack, Baby. Los geht's. Du bist krass, Mann. Ein bisschen Panzer. Ja, genau. Nachnahe ist nach wie vor tödlich. Nicht, wie oft ich hier sterbe. Feinde in der Nähe sein. Stehen bleiben, sofort! Rüstung. Als ob es jetzt schon. Ich könnte Hilfe gebrauchen, so. So. Warum dauert das so lange, so? Jetzt. Ich brauche Hilfe. Leck mich doch am Arsch, die ist da hinten auch im Verbluten. Ich könnte hier drüben Hilfe gebrauchen. Ach, leck mich am Arsch. Ich will wieder da. Mach weiter so, mach die Schweine kalt. Bin getroffen, Jess. Kann hier etwas Hilfe gebrauchen. Sind wieder dabei. Ich bin ja schon mal durchgerannt und hab das geschafft. Ich weiß nicht, warum das diesmal so scheiße klappt. Ich habe eine Aufnahme leider nochmal. Das hab ich euch noch gar nicht gesagt. Ich habe da eine Aufnahme nochmal machen müssen. Weil die Aufnahme nicht geklappt hat. Schwierigkeit hochgestellt werden. Ich könnte ein bisschen Heilung vertragen.
Er hat das Schwinger. Wie viel hält dieser diese Wichser aus? Alter Schwede. Wer geht da rum? Oh Scheiße. Sauf, sauf. Das ist gut. Manchmal zumindest. So haben wir aufgeräumt. Sieht gut aus hier. Klingt, als hätten wir endlich an, die Leute zu evakuieren. Das ist der Pariser Aufstand. Das Regime schießt sich ein. Heiliges Kanonenrohr. Hier noch Zeugs. Münzen. Ich glaube, wir sollten hier mal. Wir brauchen einen Code. Wir sollten im Wachhäuschen suchen. Warte. 8886. Fantastischer Code. Wie geht's gleich weiter? Ich muss gleich mal zwischenspeichern. So, irgendwie mal die Aufnahme. Ich schaff das nicht allein. Pack mal mit an. Und neu starten. War das letzte Mal. Hatten wir hier einen Abbruch. Das ist ein Maschinensoldat. Die sterben. Der kriegt einen Tritt in den Arsch. Weg. Oh, vielen Dank!
Videokassette. Stufenaufstieg.